Telekom und Ericsson gelingt die weltweit erste Implementierung einer Steuerungsschnittstelle bei 5G Network Slicing. Das klingt ganz schön sperrig. Tatsächlich könnte diese Anwendung, die hier erfolgreich getestet wurde, aber das Leben von Videobloggern, Gamern und Streamern verändern. Network Slicing ist eine neue Technologie, die mit 5G Standalone eingeführt wird. Und im Prinzip sind Network Slices virtuelle Netze auf einer derselben physikalischen Infrastruktur. Davon kann ich mehrere haben und die kann ich an die speziellen Anforderungen und auch die diversen Anforderungen unserer zukünftigen Kunden anpassen. Wir an diesem Innovationsprojekt untersuchen wir zusammen mit unserem Partner Ericsson grundlegende Mechanismen, die für Network Slicing wichtig sind, implementieren aber auch ganz konkret Use Cases auf Basis dieser Network Slicing Infrastruktur, die wir hier im Labor vorhanden haben. Das Neue bei dem Projekt war, dass wir erstmals so einen Videoproduktions-Use Case hier implementiert haben, mit Hilfe von Network Slicing. Wir haben hier den Videoproduktions-Use Case prototypisch zusammen mit unserem Partner Ericsson im Labor implementiert. Konnten tatsächlich zeigen, dass wir mit Hilfe von Network Slicing in der Lage sind, diese hohen Qualitätsanforderungen, die solche Videoproduktionsfirmen haben, tatsächlich bedienen zu können. Und was das Alleinstellungsmerkmal unseres Tests hier auch war, ist, dass wir diesen Slice mit einer sogenannten Steuerschnittstelle versehen haben. Und über diese Steuerschnittstelle kann der Kunde, der Videoproduktionskunde, im Prinzip Einfluss auf die Qualitätsparameter dieses Slices nehmen. Ganz konkret bedeutet das, er kann uns sagen, welche dieser vielen Kameras, die da am Feld sind, aktuell Teil einer Live-Videoübertragung ist. Und dann wissen wir, dass wir diese Kamera mit einer garantierten Qualität tatsächlich auch bedienen müssen. Was hier für eine Filmproduktionsfirma durchgespielt wurde, könnte in Zukunft auch für Privatkunden funktionieren. Das 5G-Netz ist nämlich programmierbar und automatisierbar. Das heißt, solche virtuellen Netze könnten im Prinzip jedem Nutzer auf Bedarf und zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt werden. Ein Stream garantiert ruckelfrei, überall verfügbar und mit Pingzeiten im Millisekundenbereich. Das ist eine Aussicht, die Gamerherzen höher schlagen lässt.